we have to help each other, because then our future will get better. So einfach kann man es auf den Punkt bringen, wenn es um Europa geht. Aus den Niederlanden, Schottland, Italien und Amberg sind im Rahmen des europäischen Austauschprogramms Erasmus Plus Schülerinnen und Schüler zu Gast in Bayern und im bayerischen Wirtschaftsministerium. Hier erfahren die jungen Besucher, wie die Staatsregierung zu europäischen Themen steht und welche Antworten die Politiker in Bayern auf wichtige Fragen europäischer Politik haben. Diesen Lernort Staatsregierung gibt es nun seit 30 Jahren und wir haben mit diesem Lernort Staatsregierung beste Erfahrungen gemacht, natürlich mit unseren jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Was mich heute aber ganz besonders freut, dass es junge Schülerinnen und Schüler aus Europa sind. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, mit diesen jungen Menschen auch ganz konkret über Dinge zu sprechen, die uns alle berühren. Beispielsweise die Frage, wie geht es mit Europa weiter? Was bedeutet der Brexit aus Sicht dieser jungen Leute, die beispielsweise aus Schottland kommen? If it turns out that we're going to leave, I think Scotland will carry out another Scottish referendum and separate from England, fracturing the UK into two parts, but in turn Scotland will probably reapply for the EU and become a stronger nation on its own without England. Die europäische Idee als solche wird nicht in Frage gestellt. Diese jungen Leute sind Zeugen dafür. Wir müssen aufpassen, dass die Union so weit zusammenhält, wie sie zusammenhalten kann, und diese junge Generation, die wird es weiterentwickeln. Because Europe is one big group together, and with a group you have the most power. And you can work together, and that works. And young people don't often have a voice, so the voice of Young Europe is a really good chance to like get a voice and say something for the world and for Europe. Bei der Zusammenarbeit könnte man noch was verbessern, vor allen Dingen jetzt mit der Flüchtlingskrise, dass sich eben kein Land dagegen stellt, sondern alle wirklich versuchen, da gut zusammenzuarbeiten. Ja, also man hat mal von Menschen, die da wirklich was damit zu tun haben, was gehört, und nicht nur von den Lehrern. Das war mal eine neue Erfahrung. Gelernt wurde vor allem, wie eng Europa und Bayern miteinander verbunden sind. Aber das machen die Schülerinnen und Schüler bereits vor. Ich hoffe, dass die jungen Menschen hier erstens einen positiven Eindruck von Bayern mitnehmen, dass sie einen Eindruck mitnehmen, dass dieses Bayern ein modernes, weltoffenes Land ist, ein Land, wo junge Menschen Zukunft haben. Und selbstverständlich gilt von uns auch die Einladung an diese jungen Menschen, einen Teil ihrer Lebenszeit, einen Teil ihrer Berufszeit vielleicht in diesem wunderschönen Freistaat Bayern zu verbringen. Yes, Europe is a one of the best ideas of the world.